Hallöchen! Ich drehe heute endlich mal ein Video. Ich kann es gar nicht fassen. Ihr habt hinter mir kein Bücherregal zu sehen. Das heißt, also ich bin umgezogen, für diejenigen, die es noch nicht mitgekriegt haben. Und hier steht noch nicht alles so. Und wenn ich hier so in den Raum gucke, denke ich mir, schön ist noch nicht aufgeräumt. Gut, dass ihr das nicht sehen könnt. Allerdings hört ihr den Hall. Ich hoffe, ich kriege den in der Nachbearbeitung raus, sodass ihr jetzt denkt, hä, was denn für ein Hall? Ich höre gar keinen. Das wird die Herausforderung an die Zukunft, Anja. Viel Glück. Ich trinke hier einen Tee, denn ich möchte ein bisschen mit euch über Bücher reden. Und zwar die Bücher, die ich im September gelesen habe. Im September haben es doch ein paar Bücher geschafft und ich bin sehr stolz darauf, denn ich hätte niemals damit gerechnet. Es ist also quasi mit Einzug in eine neue Wohnung, in eine neue Stadt oder in einer neuen Stadt, besser gesagt, mit Beginn an einer neuen Stelle und so weiter, also ganz viel Neues, ist komischerweise etwas Altes wiedergekommen, nämlich das Lesen und die Lust am Lesen. Allerdings muss ich sagen, habe ich auch einfach die Zeit dafür, denn im Moment wird sich vermutlich auch nicht so schnell ändern, habe ich den Arbeitsweg so, dass ich da mit den Öffentlichen fahre und recht viel lesen kann. Genau. Und das macht eigentlich sehr viel Spaß und ich freue mich, dass das so gut geklappt hat. Genau. Direkt zu Beginn des Monats habe ich drei Bücher geshoppt und all diese drei Bücher habe ich auch direkt im September gelesen und das ist etwas, das passiert eigentlich recht selten bei mir. Deswegen, ja, bin ich da auch ein Stück weit stolz drauf, denn meistens kaufe ich Bücher und dann lese ich eins von denen, die ich gekauft habe. Und der Rest wandert ungesehens auf den Sub, weil schon wieder neue Bücher einziehen oder ich ein altes Buch herauskrame oder dergleichen. Es geht auf jeden Fall los mit einem Buch, das sehr passend ist zu meinem Arbeitsweg, sag ich mal, auch wenn ich nicht mit der Metro fahre. Und zwar Das Mädchen, das in der Metro las, von Christine Ferrand Flori oder so ähnlich. Und ich muss sagen, das ist so eine richtig schöne Geschichte, die ja, die passend ist zum Cover, die ganz viel Lust macht auf Bücher, die eine tolle Reise ist, irgendwie einen mitnimmt so in so ein ganz anderes Leben. Julie oder Juliette fährt in der Metro und beobachtet andere Menschen und was die jeweils lesen. Das ist irgendwie so mit so viel Liebe beschrieben und so wertschätzend, dass ich das richtig toll fand. Also ich hatte da richtig Spaß daran und Freude daran, dass sie sich eben auch die Zeit nahm und ja, andere Leute beobachtet hat. Weil das mache ich durchaus auch ab und zu mal und gucke mir an, was die anderen Leute so lesen und ja, gucke manchmal auch die Bücher danach noch im Internet nach und gucke mir an, ob mir die auch gefallen könnten und dann finde ich das durchaus immer spannend. Sie beobachtet allerdings nicht nur Menschen, sondern sie trifft dann irgendwann auch Soliman auf Deutsch. Keine Ahnung, wie man ihn sonst ausspricht. Und der ist relativ eigenartig. Und dann wird sie in ein Abenteuer letztendlich hineingezogen, das wenig damit zu tun hat, dass man wie ein Pirat auf den sieben Weltmeeren herumschippert oder dergleichen. Aber es ist trotzdem irgendwie ein Abenteuer. Gerade für sie, die so ein beschauliches Leben hat, die ich sag mal, recht einfache Strukturen und Routinen hat in ihrem Leben, die ja aber gar nicht verkehrt sind, denn die geben ihr eben Sicherheit und ja, dass sie so ein bisschen ausbricht aus ihrem Alltag. Und ich fand das herrlich geschrieben. Es hat so eine Art an sich, wie es manch ein französisches Buch eben hat, so eine leicht poetische Art. Und ja, deswegen möchte ich einfach nur mal den Anfang kurz ein bisschen anlesen und euch damit zeigen, wie schön ich das fand. Ich habe das Buch nämlich auch angelesen, bevor ich es mitgenommen habe. Der Mann mit dem grünen Hut stieg immer in Bercy zu, immer an der vorderen Tür des Metrowagens. Und genau 17 Minuten später stieg er durch dieselbe Tür in Lamont, Piquet, Grenal wieder aus. Und zwar an Tagen, an denen alles einer festen Ordnung folgte. Die Metro hielt und fuhr wieder an. Dazu Signalgeräusche, metallisches Klappern. Es waren Tage, an denen nicht mehr Andrang herrschte als gewöhnlich, Tage ohne Pannen und Warnmeldungen, Tage, an denen nicht gestreikt wurde oder die Metro wegen anderer Züge außerplanmäßig anhalten musste. Gewöhnliche Tage. An solchen Tagen hat man den Eindruck, Teil einer gut geölten Maschine zu sein, eines großen mechanischen Apparats, in dem jeder seinen Platz findet und sich einfügt. Ich kann euch nur raten, ist ein dünnes Buch, ist durchaus
Relativ teuer für die wenigen Seiten, aber es lohnt sich so sehr. Es ist richtig schön. Etwas für Buchliebhaber, etwas für ja, so ein bisschen modernes Märchen und Träumer durchaus. Ja, deswegen das Mädchen, das in der Metro las. Dann hat sich ein ganz untypisches Buch dazwischen gemogelt und zwar von Anna Todd, The Bright Stars Attracted. Vielleicht hat der eine oder andere mitgekriegt, dass dieses Buch erschienen ist und ja, quasi das neue Bestseller werden soll von Anna Todd, beziehungsweise eine neue Trilogie, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und zwar heißen die anderen beiden dann Connected und Beloved. Ich kann gar nicht mehr so ganz genau sagen, was mich da geritten hat. Ich habe eine E-Mail gekriegt und wurde so quasi über, ich glaube über das Bloggerportal letztendlich war der Kontakt und wurde gefragt, ob ich nicht Interesse hätte an dem neuesten Buch von Anna Todd und das dann durchaus auch vorzustellen und zu besprechen, letztendlich Marketing. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was mich geritten hat. Ich habe zurückgeschrieben, ja, mich würde das Buch interessieren, obwohl ich noch keines anderen Bücher kenne. Und ich muss auch sagen, es hat mich etwas mehr interessiert als jetzt jedes andere Werk, das ich je von ihr einfach nur mal kurz angeschaut habe, um zu wissen, worum es geht. Ich weiß jetzt aber, warum ich die anderen Bücher nicht gelesen habe und auch kein weiteres lesen werde von Anna Todd. Es war tatsächlich weniger schlimm als befürchtet, aber trotzdem hat es recht viele Klischees, sag ich mal, oder Vorurteile in meinem Kopf bestätigt. Heißt, es geht um Carina. Carina ist ja, Masseurin, Massagetherapeutin, wie auch immer man es bezeichnen möchte, arbeitet in einem kleinen Massagesalon oder Wellness-Salon und massiert dort dann an einem Tag einen Herrn, einen Soldaten. Sie ist durchaus aufgewachsen mit Kontakt zu Soldaten, da ihr Vater einer ist. Ja, sie immer irgendwie in dem Gebiet auch gewohnt haben und ja, quasi immer nur Kontakt zu Soldaten hatten und auch diese, also dieser Umgang mit Soldaten oder mit Bediensteten oder dergleichen, die dann im Bereich arbeiten, ist für sie ganz normal. So. Derjenige ist aber sehr stumm und sie findet es sehr merkwürdig, ist abgesehen davon noch sehr verspannt. Und dann trifft sie den plötzlich wieder in ihrer WG, als sie nach Hause kommt nach diesem Tag, weil dieser Herr eben ihre Mitbewohnerin kennt. Ihre Mitbewohnerin ist schwanger, der Mann wiederum ist Soldat und auf Auslandseinsatz. Ja, so richtig den Zusammenhang versteht Carina nicht. Und dann passieren noch mehr so merkwürdige Dinge. Denn obwohl er ihr unsympathisch ist und er nichts gesagt hat und sie am gleichen Tag ein für sie nerviges, wiederkehrendes Dienstagsabendessen hat bei ihrem Vater und ihrer Stiefmutter oder der neuen Lebensgefährtin des Vaters, ist sie aus irgendeinem Grund darauf gekommen, ihn mitzunehmen. Mir erschließt sich einfach das gar nicht. Also viele Handlungsstränge, da habe ich den Eindruck, die ist nicht 20, die ist 13. Keine Ahnung, also man kann sich so ein bisschen schon ausmalen, in welche Richtung das dann weitergeht, dass dann irgendwie plötzlich alles doch toll ist und dann am Ende kommt wieder ein Geheimnis raus und ganz zum Schluss ist natürlich ein Cliffhanger, damit man den zweiten Teil lesen, kaufen und lesen möchte. Wobei der jetzt für mich nicht so schlimm war, weil ich schon vorher mit der Geschichte abgeschlossen hatte und wusste, nein, interessiert mich nicht. Nein, egal wie es weitergeht. Deswegen, es tut mir furchtbar leid, aber ich kann mich in so ein Buch, in dieses Genre, in die Autorin, wie auch immer, nicht reindenken und reinfühlen, ist für mich absolut durchgefallen. Dann habe ich aus aktuellem Anlass gelesen Ian McEwan, Kindeswohl. Mein erstes Diogenes-Buch. Ich fasse es gar nicht. Also das ist jetzt gerade quasi so richtig Premiere. Ich habe vorher noch nie in meinem Leben ein Diogenes-Buch gelesen. Und ja, es liegt allein am Cover. Ich finde es selber schlimm und traurig, dass ich das so zugeben muss, aber es liegt allein am Cover. Einfach nur, weil mich diese Covergestaltung abschreckt. Jedes Mal wieder. Auch dieses hier. Ich habe es nur gelesen wegen dem Inhalt. Also ich habe es definitiv nicht wegen dem Cover oder dem Bild vorne drauf gekauft, dazu gegriffen, sondern wirklich nur wegen dem Inhalt. Ich will in den Film gehen. Zu dem jetzigen Zeitpunkt habe ich den Film noch nicht gesehen. Wenn ihr dieses Video seht, hoffentlich schon. Und hoffentlich dann auch schon was dazu erzählt. Wenn nicht in einem separaten Video, dann vielleicht aber in einem Dienstagsvlog oder dergleichen. Dann ja, habe ich hoffentlich da ein bisschen was drüber erzählt, wie ich das
den Film auch fand. Worum geht's hier? Das haben bestimmt einige mitgekriegt. Es wurde verfilmt, dieses Buch, und es geht um eine Anwältin, ach Quatsch, eine Richterin, die so ein bisschen hin und her gerissen mitten im Leben zwischen Privatleben, Ehemann. Da läuft nicht alles so gut in der Ehe und ihren schwierigen Fällen am Gericht eben hat. Und letztendlich dreht sich dann um einen 17-jährigen Jungen, der fast 18 ist, aber eben noch nicht 18 ist, der den Zeugen Jehovas angehört, beziehungsweise seine Eltern auch, und in dem Glauben derer aufgewachsen ist. Und deshalb ist für ihn eine Bluttransfusion nicht machbar. Also nicht, er möchte das definitiv nicht. Kein Blut von einem fremden Menschen. Und genau das ist das Problem, denn mit einer Bluttransfusion erscheinen die, aus medizinischer Sicht, die Überlebenschancen sehr gut, ohne sehr, sehr schlecht. Und diese Richterin wird jetzt eben herangezogen und soll diesen Fall entscheiden, ob quasi das Wohl des Kindes über dem steht, was das Kind möchte und was die Eltern möchten, und dementsprechend nach medizinischen Grundsätzen richtig gehandelt wird, oder ob eben den Eltern und dem Kind Gehör geschenkt wird, dass eben die Meinung mehr zählt. Ich fand das sehr gut geschrieben, ich fand das sehr spannend, und wie gesagt, möchte jetzt eben noch den Film dazu sehen. Ich hoffe, er enttäuscht mich nicht, wie es halt doch öfter mal auch eine Buchverfilmung tut. Ich kann es nur empfehlen. Es war einfach für mich in meinem Buch ganz woanders her, mit Recht, mit, ja, rein schon in ein Leben, das mir noch recht fern ist. Einfach vom Alter her und auch einfach eine Ehe, wie ich es eigentlich auch sonst selten oder fast nie lese. Deswegen durchaus spannend, mal was anderes und Neues zu lesen. Abgesehen etwas anderes und Neues. Ich habe mich an Ursula Posnanskis Thalamus gewagt. Warum gewagt? Ich habe vorher noch kein einziges Buch von Ursula Posnanski gelesen. Irgendwie ein Monat der Dinge, was ich alles noch nie vorher getan habe. Zum anderen weiß ich ja, in welche Richtung ungefähr meistens ihre Bücher gehen. Ich sag mal, bisher haben mich die Themen ihrer Bücher überhaupt nicht angesprochen und angesprungen. Dieses allerdings schon, denn der Titel Thalamus sagt vielleicht nicht jedem etwas, aber wenn man aus dem medizinisch-therapeutischen Bereich kommt, hatte man auch viel Anatomie, Physiologie und dergleichen, Biologie, und hat auch die Bestandteile des Gehirns kennengelernt, und Thalamus ist da ein Teil davon. Das heißt, ich habe bei dem Titel sofort gewusst, so ein bisschen, oder geahnt, in welche Richtung es gehen könnte. Und das fand ich sehr schön, so ein Stück weit so ein medizinischer Hintergrund oder so ein Bezug zumindest. Und deswegen hat es mich interessiert, ich habe es mir in die Hand genommen und mir gedacht, ach, hinten drauf, was steht denn da so? Und es hat mich doch schon interessiert. Denn da steht, er kann Dinge, die er nicht können dürfte, er weiß Sachen, die er nicht wissen sollte. Und zwar geht es um Timo. Timo hat einen Unfall, einen Motorradunfall, ja, bei Regen, Wind und Wetter, und dabei eben stürzt er so sehr, dass er eine schwere Kopfverletzung hat, oder Schädelhirntrauma besser gesagt, muss operiert werden und wacht dann irgendwann auf und wird dann in die Reha-Klinik im Markwaldhof gebracht. Er wacht auf und er kann nicht sprechen. Auch die restlichen Körperfunktionen sind eingeschränkt, das heißt, er kann nicht gut greifen oder dergleichen, also seine Arme benutzen, und er kann auch noch nicht laufen. Nee, am Anfang kann er auch noch gar nicht laufen, genau. Soll sich aber alles ändern und bessern in dieser Reha-Klinik, deswegen geht er auch dorthin. Dort passieren dann Dinge. Genau, kann und will ich es nicht sagen. Ich möchte die Spannung nicht herausnehmen. Dort sieht er Dinge, die nicht sein dürfen. Dort merkt er, er kann Dinge, die nicht sein dürfen. Und es ist durchaus auch spannend geschrieben und interessant. Die grundsätzliche Thematik, worum es geht, die ich nicht verraten werde, die ist super interessant. Also, da möchte ich überhaupt nichts dagegen sagen. Und es ist auch gut gemacht, gut geschrieben. Auch nichts dagegen. Allerdings hatte ich vielleicht zu viele Erwartungen, weil alle anderen Bücher von ihr so gefeiert werden und ich noch keins gelesen habe. Und deswegen hatte ich so ein bisschen den Eindruck, okay, kommt jetzt noch was? Und kommt jetzt noch was? Also es war so ein bisschen, dass ich dachte, wie gesagt, gut geschrieben, gute Auflösung, gut geführt durch alles hindurch. Es wird auch immer mal noch mal spannender und so weiter. Also entweder ich fand es aus irgendeinem Grund dann doch nicht so
sehr, sehr spannend. Und so, also ich hatte schon den Eindruck, ich möchte gerne weiterlesen. Ich möchte wissen, wie es ausgeht. Ja, aber es war nicht so heftig, dass ich dann den Eindruck hatte, ich kann jetzt nichts anderes tun, muss erst lesen. Sondern es war so, durchaus so, ich an dem einen Tag bin ich aus der Arbeit gekommen und habe mir eigentlich gedacht, okay, heute Abend lese ich das Buch zu Ende. Und tatsächlich habe ich es an dem Abend nicht zu Ende gelesen. Und das wäre nicht der Fall gewesen, wenn es mich eben so sehr gefesselt hätte. Und das hat es leider nicht komplett. Kann sein, dass es vielleicht nur das zweite beste Buch von Ursula Posnanski ist. Aber für mich habe ich jetzt eben einmal getestet und festgestellt, fand ich jetzt nicht so spannend. Werde ich mir beim nächsten Mal sehr genau überlegen, ob ich nochmal zu einem Buch von ihr greife. Und zum Schluss hat mich kurz vor Ende des Monats noch ein Buch in der Buchhandlung einfach angelächelt. Und zwar von Daniel Glattauer. Ich kann heute nicht mehr sprechen. 4 Sternstunden. Eine Komödie. Vielleicht kennt der ein oder andere die Wunderübung von ihm. Ebenfalls eine Komödie. Auch ebenfalls so um die 100 Seiten wie dieses Buch. Von Daniel Glattauer ist ja Gut gegen Nordwind und Alle 7 Wellen. Genau. Den zweiten Titel wusste ich nicht mehr auswendig. Alle 7 Wellen. Briefromane, die ich ja sehr schön fand und die irgendwie viele Leute kennen und gut fanden. Die beiden Komödien, denke ich, sind unbekannter und vor allem jetzt die aktuellste, die ist erst erschienen. Ich habe es heute erst gelesen und so richtig hat sich noch keine Meinung gebildet. Ich finde die Wunderübung besser, das kann ich sagen. Hat auch hier, das hat auch seinen Reiz. Es geht eben um eigentlich wieder um so Beziehungen, also zueinander. Egal ob Liebespaar, ob quasi Arbeitgeber oder irgendein Abhängigkeitsverhältnis. Es hat sich leicht, es hat sich schön lesen lassen. Es war durchaus so ein Stück weit unterhaltsam, kurzweilig. Aber bei dem hier wüsste ich nicht, ob ich es gern als Theaterstück, als Schauspiel sehen wollen würde. Bei der Wunderübung fand ich das schön, dass ich die Gelegenheit hatte, es zu sehen und mir anzuschauen, weil es einfach dann auch gut gespielt war. Deswegen, ja, also wer sich für Daniel Glattauer interessiert und sein Wortwitz mag, sein Gespür für so Beziehungen, wie die dargestellt, wie die herausgearbeitet werden, für den ist es garantiert etwas. Wie gesagt, wer aber die Wunderübung noch nicht kennt, vielleicht ist dann die Wunderübung einfach das Bessere in dem Fall. Also, von Lichtverhältnissen ist es hier nicht das Allerbeste. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem alles gut genug verfolgen und sehen. Hattet vielleicht auch die ein oder andere Inspiration bei den Büchern. Es war durchaus sehr unterschiedlich, was ich in diesem Monat gelesen habe. Ich bin selber ein bisschen erstaunt. Und freue mich aber auch sehr auf den Oktober, denn ich habe total viel Lust zu lesen. Und es steht einfach die Little Love so ein bisschen vor der Tür. Und da freue ich mich riesig drauf. Denn für die Little Love möchte ich noch ein paar Bücher lesen und entdecken. Und wenn ich das schaffe, das wäre natürlich großartig. Und dann ist es noch aktueller, denn die meisten Bücher sind, oder das heißt die meisten, die Bücher sind alle in diesem Jahr erschienen. Manche sind noch nicht mal erschienen. Und genau, umso spannender finde ich es dann, die zu entdecken. Der September, ja, war ein durchaus ereignisreicher, veränderungsvoller Monat, der seine schönen und seine schlechten Seiten hatte, aber vor allem sehr viele schöne. Ich zumindest, überall wo ich anwesend war, viel mit Sonne verwöhnt, muss ich sagen. Ich habe das Glück gehabt, einen harmlosen, unfallfreien Start gehabt zu haben in meiner Arbeitsstelle. Wurde da super gut aufgenommen, habe da tolle Zeit verbracht, auch mit den anderen Kollegen, wo ich hospitieren durfte. Wurde da, wie gesagt, von allen sehr nett empfangen. Jeder fragt auch jetzt noch ständig nach, ob ich mich schon gut eingelebt hätte und wie es mir denn ginge. Und das ist sehr, sehr schön. Man merkt einfach, da wird schon auch untereinander aufgepasst, so ein bisschen darauf geachtet, dass es allen gut geht. Dann war im September noch ein wunderschönes Wochenende in Wien. Es war zwar vom Zeitlichen her ganz turbulent und nicht die beste Organisation und Idee. Allerdings, ja, wurde das halt schon geplant, bevor überhaupt irgendwas von Umzug im Raum stand. Deswegen, wir haben es möglich gemacht und ich fand, das war ein schönes Erlebnis. Und ja, da werde ich garantiert noch öfter dran zurückdenken. Denn es ging um Gedankentanken, eine Rednernacht in Wien. Und wer sich dafür ein bisschen interessiert, kann gerne einfach mal auf dem YouTube-Kanal Gedankentanken vorbeischauen und stöbern.
Dann, was war noch im September? Im September war noch eine Hochzeit. Nummer 3 in diesem Jahr und Nummer 4 steht quasi kurz vor der Tür. War sehr schön, denn das Wetter war herrlich und ich habe viele neue Leute kennengelernt und das hat mich sehr gefreut. Ja, jetzt sitze ich hier am letzten Septemberwochenende, das Wochenende, das ich so ein bisschen für mich habe und mich daran freue und genau die Dinge tue, die ich tun will. Und damit möchte ich euch eigentlich nur ein positives Zeichen senden und sagen, hey, mich gibt's noch, ich lese wieder und ich bin voll drin seit Anfang September und jetzt kommen wieder mehr Videos. Allerdings kann ich nichts versprechen, denn noch ist das Internet nicht da. Das heißt, sobald ihr es seht, werdet ihr es nicht verstehen, weil dann haben wir Internet. Ich hoffe, das klärt sich alles in der nächsten Zeit. Gut, dann wünsche ich euch uns allen einen schönen Oktober. Sende liebe Grüße an alle. Und hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Tschüss.